Mann, da seid ihr ja endlich, ey. Hallo, herzlich willkommen und ja, kommt doch endlich einfach rein. Ja, das ist schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und dieses Video wurde ganz oft angefragt. Und ich habe ja eigentlich immer gesagt, ich will das nicht, weil ich ja, meine Privatsphäre schützen will. Aber dadurch, dass es jetzt so viele YouTuber machen und mich immer so viele auf meine Wohnung ansprechen, habe ich gedacht, mache ich jetzt doch das Video. Und zwar seht ihr von mir heute eine Roomtour. Seid herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wir starten jetzt mal hier im Flur. So. Also, das ist der Flur. Den kennt ihr vielleicht schon aus meinem. Ich habe ja damals auch mal schon mal kurz eine ganz kleine Roomtour gemacht. Da habe ich euch auf jeden Fall auch die Garderobe hier gezeigt. Und ich liebe sie immer noch. Ganz, 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 ganz doll. Hier habe ich noch ein Foto. Ich grüße euch. Ja, das haben sie mir nämlich geschenkt. Und deswegen habe ich das natürlich hier auch platziert. Ja, und ich liebe diese Garderobe und ich glaube, ich habe sie von Palazzo 24, ich weiß es aber nicht mehr. Hier habe ich einfach so ein paar wichtige Sachen wie meinen Fitnesskursplan und nochmal eine Fusselrolle und meinen Lieblingsschal, Tasche, Jacke und so weiter. Was alles auf eine Garderobe hängt oder gehört. Und hier meine Pflanze, die schon, glaube ich, gar keine Pflanze mehr ist. Ich glaube, sie ist gestorben. Ja, so. Genau. Die Farbe ist so, ja, wie soll ich das sagen? So, ach, so Pastellgrün, Blau, Türkis, wie auch immer. Und ja, also der Flur ist halt relativ klein. Aber gut. So, auch nichts Besonderes. Ich zeige euch jetzt ganz kurz meine Rumpelkammer. Ganz, ganz kurz, weil sie ist wirklich eine Rumpelkammer. Und ja, ich mache mal Licht an. Ich habe hier meine ganzen Schuhe. Und in dieser ganzen Kammer stehen überall Schuhschränke und Jacken und so weiter. Und ich brauche dringend, dringend noch mehr Platz, weil ihr seht, ich muss die Schuhe hier schon übereinander stapeln. Und ich habe echt keine Ahnung mehr, wo ich die Schuhe noch hinstellen soll. Übrigens, diese Schuhe habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Die hat meine Schwester mir aus Australien mitgebracht. Es sind echte Axia und die sind so, so schön. Und ja, die waren ein bisschen günstiger als die Axia hier in Deutschland. Ja, genau. Also das ist die Rumpelkammer. Die will ich euch jetzt nicht weiter zeigen. Hier steht die Waschmaschine und so weiter drin. Ja, so. Also das ist halt der kleine Flur mit der Rumpelkammer. Ach so, hier ist noch ein kleines Bad. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Hier ist übrigens noch ein Bild. Das hat Steffi mir gemalt. Also sie kann richtig, richtig gut malen und ja, halt einfach nur ein kleines Bad. Dann gehen wir mal in die Küche, würde ich sagen. Meine Küche war vorher noch nicht drin. Und dadurch, dass es ein ganz spontaner Umzug war, wir haben einfach die Wohnung gesehen und haben uns sofort verliebt und dann mussten wir sie haben. Deswegen haben wir natürlich vorher nicht groß gespart. Und die Küche haben wir jetzt bei Höffner gekauft und die Qualität ist wirklich richtig, richtig, richtig super. Also ich bin echt voll zufrieden damit. Hier sind natürlich auch diese tollen verschließbaren Türen, ne? Also ich finde die Küche echt wirklich total ausreichend. Und ja. Habe ich halt vollen Höffner. So, und hier ist dann auch noch der Kühlschrank und so, der ist extra. Und hier hinten habe ich auch noch eine Rumpelkammer. Ja, da kommt dann der ganze Müll, Pappe und so weiter hin. Ja, also die Küche ist halt jetzt nicht so besonders, aber ja, dafür, dass ich so selten koche, reicht sie auf jeden Fall aus. Ja, dann kommen wir mal ins Herzstück meiner Wohnung und ich liebe es, nämlich mein Wohnzimmer. Ich liebe es, als ich jetzt 3 Wochen auf Bali war, oh, ihr glaubt gar nicht, wie schön es war, hier nach Hause zu kommen. Ach oh Gott, ja. Ja, leider kann die Kamera das natürlich nicht immer so einfangen, wie es wirklich wirkt. Das finde ich immer traurig. Aber ja, wir beginnen einfach mal mit dieser Hälfte vom Wohnzimmer. Das ist hier die Couch, also die Chill-Out-Area, wie ich immer so schön sage. Und hier habe ich mir so ein, ja, das habe ich alles selber gestrichen, übrigens alles selber gemacht. Ja, hier mein Spiegel und hallo, da habe ich auch dann noch die Farbe angemalt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich guck mal, diese Farbe glitzert nämlich. Ich habe da dann noch so einen Glitzerlack drauf gemacht. Den habe ich von meiner Mama bekommen. Nee, sieht man leider nicht. Schade. Sieht total schön aus. Und ja, die Herzen übrigens.
weil immer so viele Fragen, wo ich die Gardinenhalter ich einfach mal her habe. Die habe ich von Dänisches Bettenlager. Und ja, was ich auch ganz, ganz doll liebe in meiner Wohnung, ist dieser Couchtisch. Den habe ich auch von palazzo24.de. Der ist so schön. Guckt euch das mal an. Ich liebe das. Die Tulpen habe ich von meiner Mama bekommen übrigens. Als ich jetzt aus Bali kam, standen die schon hier. Ich liebe Tulpen. Also wenn irgendjemand mir mal eine Freude machen will, ich liebe Tulpen. Ja? So, dann habe ich hier eine Anbauwand. Die Kamera ist so blöd, die fängt alles, die ist so klein, die fängt das alles gar nicht so richtig auf. Ja, das ist mein Anbauwand. Ich wollte am Anfang eigentlich erstmal keine und dann hat es aber so gut in die Wohnung gepasst und deswegen haben wir die dann doch ausgesucht. Und die Couch ist übrigens von Roller und die Anbauwand ist auch komplett von Roller. Und ich kann euch ja mal zeigen, was ich hier so in der Vitrine zu stehen habe. Da bin ich mich ganz stolz drauf. Hier meine zwei Pokale von Mini-Exklusivverkäufer und ich habe die Prüfung mit ausgezeichnet bestanden, deswegen habe ich da auch noch einen extra Pokal bekommen. Ja, Mini-Exklusivverkäufer. Meine Hand. So, und hier ist noch eine Medaille vom Fußball. Ja, dann sind hier halt noch so Playstation-Spiele und ja, was man nicht halt alles so in der Vitrine hat, aber ich wollte euch unbedingt mal meine Pokale zeigen. Ja. So, da oben sind halt einfach nur irgendwelche Verpackungen. Nichts Besonderes. So, genau. Also, was könnte ich euch denn noch erzählen? Ich könnte euch ja mal die Fächer zeigen, aber die sind zu unordentlich. Ich mache sie lieber nicht auf. Ja, also, das ist halt so meine Chill-Out-Area. Ich drehe mich mal um, vielleicht erkennt man das dann alles so ein bisschen. Ja. So. So, aber am liebsten mag ich das, wenn ich hier so liege auf der Couch, ja, und dann diesen Blick so habe. Oh, ist das schön. Es ist so, es ist halt so eine Galerie und ich liebe das. Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mein Zuhause liebe. Es ist halt einfach alles so, so hell und meine andere Wohnung davor, die ich hatte, die war so total dunkel und oh, voll gruselig und die ist einfach so schön. Ach Gott, ich liebe sie. Entschuldigung, hat sich vielleicht ein bisschen eingebildet an, aber kennt ihr das, wenn ihr einfach euch richtig, richtig freut, nach Hause zu kommen? Und so geht es mir immer in der Wohnung. Ja. So, dann kommen wir mal zu der Ecke hier. Das ist die Sitzecke. Sitzecke, ja, wie auch immer. Und ich weiß gar nicht, warum da der... Ich glaube, das hat meine Mama gemacht, wo ich in Bali war. Passt hier nicht ganz so rein, das Rosa, aber gut. Und ja, also hier essen wir dann... Und hier ist mein Prada-Schild oder Bild, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Ja, und das ist hier auch eine ganz, ganz schöne Ecke, weil manche Leute, die hier reinkommen, lachen sich immer tot hier über mein tolles Lagerfeuer am Kamin und hier mit Schafsfell und ihr wisst schon davor und tralala, ne? Und übrigens, hier ist noch ein Schild von Weihnachten. Das hat mir eine ganz, 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 ganz liebe Abonnentin gemacht und ich liebe das Schild und deswegen habe ich es irgendwie noch nicht abgemacht. Ich könnte auch einfach sagen, Santa heißt mein Papa oder so, ne? So, ja. Hier ist dann nochmal so ein schräger Spiegel. Und das hat auch meine Mama gemacht. Hier so ein bisschen Osterdeko, weil ich ja nicht da war. Und hier ist dann halt mein Feuer. Und abends, wenn es dann schön dunkel ist, dann mache ich hier auch immer mein künstliches Licht an. Ich wollte mir eigentlich noch mehr Holz holen, dass ich das hier alles nochmal so ein bisschen stapeln kann und nochmal was in den Korb reinmachen kann. Ja, und das ist wieder dieselbe Wandfarbe wie das, ne? Also diese Ecke, muss ich euch mal dazu sagen, ist halt so eine Kramecke gerade im Moment noch. Da kommt so ein ganz, ganz super schöner kleiner Tisch hin und da kommt dann mein Computer rauf. Oder es wird halt meine Computerecke. Und deswegen habe ich da jetzt noch nichts Besonderes draus gemacht. Das nehme ich jetzt alles in Angriff. So. Ja. Genau. So. Ich zeige euch jetzt mal die obere Etage. So, hier ist das Badezimmer. Das richtige Badezimmer zeige ich euch nicht. Ist auch nichts Besonderes. Dann, das ist hier das Schlafzimmer. Das wird allerdings auch nochmal komplett neu gemacht. Ich möchte nämlich das jetzt alles umstreichen und möchte... Erstmal möchte ich ein... Wie heißt ein Box Spring Bett?
Spricht man das so aus? Ja. Und weil die liebe ich, die sind so schön hoch und ja. Und dann möchte ich mein Schlafzimmer braun machen, also so braun-beige, so wie unten. Ansonsten, die Lampe habe ich von Ikea, fragen auch ganz viele danach, die liebe ich. Ist aber ein Staubfänger. So, genau, das ist das Schlafzimmer. Wie gesagt, wird auch alles neu gemacht. Wenn ihr dazu dann auch ein Update haben wollt, dann sagt mir mal Bescheid. Ja, so, das ist dann, so sieht es dann hier oben aus. Jetzt sind wir hier in meinem Schmink- und Videozimmer. Hier ist meine Videoecke, die kennt ihr alle hoffentlich. Und hier sind schon meine Produkte für mein nächstes Video. Die habe ich hier schon mal platziert. Ja, und viele fragen mich von euch, wie die Wandfarbe heißt. Ich glaube, ich habe noch ein so ein kleines Zettelchen, wo das draufsteht im Portemonnaie. Ich guck mal, wenn ja, schreibe ich sie euch in die Infobox. Ja, das ist dann hier der Kleiderschrank. Hier hinten verstecke ich immer meine Videodrehsachen, also so Kamera, Licht und so weiter alles. Ja, was soll ich euch sagen? Viele fragen mich, ob ich auch mal von meinem Schrank hier was filmen kann, aber ich weiß nicht, ich finde das immer so privat. Also ich würde das gerne nicht machen. Wenn jetzt alle schreiben, sie wollen das unbedingt sehen, dann mache ich das natürlich. Und ja, hier ist mal wieder eine Pflanze, die auch schon halb tot ist. Und hier habe ich mein Nagellackregal. Das ist eigentlich so ein ganz normales Regal von irgendeinem Möbelladen. Gibt es, glaube ich, überall. Aber es ist total praktisch und ich werde auf die andere Seite auch noch welche machen, weil die sind definitiv viel zu klein für mich, weil ich habe noch ungefähr von diesen, diese Stangen kriege ich wahrscheinlich, oder diese Regale kriege ich wahrscheinlich noch fünfmal voll. Und das sind aber jetzt erstmal die Lacke, die habe ich mir so rausgesucht, welche ich ganz, ganz oft nehme. Und ja, meine Schminkecke, die kennt ihr ja vielleicht schon. Hier liegt schon meine andere Kamera bereit. Dann habe ich mir hier meine, ja, der Tisch ist hier von Ikea. Eigentlich in diesem Zimmer ist alles von Ikea, genauso wie dieses Hängeschrank. Wie dieses Hängeschrank, wie dieser Hängeschrank und der Schrank, Packschrank, kennt ja jeder. Ja, das finde ich auch total cool, weil das echt sehr, sehr praktisch ist. Ja, ist halt auch alles von Ikea, die Schränke. Das ist alles noch ein bisschen unordentlich wegen Bali und ich musste erstmal alles umräumen und einräumen. Und leider, muss ich euch sagen, ist mein Schminktisch aber auch schon zu klein. Oh Gott, ey, das ist so schlimm. Aber ihr kennt es ja vielleicht, jede, wenn ich aufräume, dann finde ich gar nichts mehr wieder. Das ist hier meine chaotische Ordnung. Ja, so finde ich alles ganz schnell wieder. Und ja, Pinselhalter brauche ich auch unbedingt neue, weil es definitiv viel zu wenig ist. Das habe ich da, ich habe mir jetzt zum Übergang hier schon so eine Töpfe von Ikea einfach geholt, wo ich das alles reinlege. Ja. Dieser Schrank, dieser Spiegel hier ist auch von Ikea und diese Leisten hier fragen auch immer ganz viele nach. Die sind auch von Ikea, die heißen Music, ja, genau, jo. Also, so sieht es hier aus, das ist natürlich nur die Hälfte. Hier geht es dann überall weiter und hier auch. Das sind dann so Pflegeprodukte, ja. Hier sind meine ganzen Haarprodukte. Das ist mein Haarschrank. Früher hatte ich immer so eine Clip-Extensions drin. Die sind hier auch noch alle drin. Jo. Ja, so wie es halt bei einer Frau aussieht, ne? So, genau. Ja, ansonsten mein Hintergrund, den werde ich bestimmt auch irgendwann nochmal ändern. Aber jetzt im Moment habe ich ihn noch nicht übersehen. Und ich hoffe ihr auch nicht. Ich gehe jetzt nochmal die Treppen runter. Wir sind fertig. Das war meine Wohnung und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kann sein, dass ich irgendwas vergessen habe zu erzählen, wo ich was her habe, dann schreibt mir das doch nochmal bitte in die Infobox oder guckt bei Instagram, da schreibe ich eigentlich immer irgendwas hin, wo ich irgendwas her habe oder so. Ja, dann, falls wir uns nicht mehr hören, sehen, wie auch immer, wünsche ich euch super, super schöne Ostern. Ach nee, ich lade das Video ja jetzt erst nach Ostern hoch. Na gut, ich wünsche euch schöne Ferien noch oder ja, macht was draus. Der Frühling kommt, der Sommer kommt. Ich hoffe, das Video hat euch ganz toll gefallen und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Weil wie gesagt, ich wurde so oft gefragt, ob ich nicht mal eine Roomtour machen kann. Und ja, diesen Wunsch habe ich euch erfüllt. Also ja, ich freue mich und hoffe, dass ihr euch auch freut. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Mua. Tschüss.